Ich begrüße alle recht herzlich. Mein Name ist Sabine Schulz, Märchen- und Geschichtenerzählerin aus Oberhausen, heute hier im wunderbaren Torf- und Siedlungsmuseum Wiesmoor und hier, um Märchen und Geschichten zu erzählen. Natürlich begrüße ich auch recht herzlich die ganzen Abonnenten von Arnis Kanal. Ja, und es gibt viele Geschichten und eine, die ich auch mitgebracht habe, die ist jetzt, kommt aus China, und ja, die heißt Sonne und Mond. Denn ihr müsst wissen, vor langer Zeit, und das ist lange her, da lebten hier auf der Welt noch gar keine Menschen, da war es so, da hatte sich die Sonne in den Mond verliebt. Die Sonne war verliebt. Und jetzt überlegte sie, schrieb einen Brief, reichte diesen Brief einen Boten und sagte, Bote, bring diesen Brief zum Mond. Der Mond, der Bote also, schnurstracks zum Mond, kam reichlich mit wenig Luft dort an, er war etwas außer Atem. Der Mond hatte den Boten schon vom Weiten kommen gesehen, ahnte nichts Gutes, legte seine Stirn in Falten, der Bote übergab den Brief. Der Mond nahm ihn und öffnete ihn. Mein lieber Mond, ich möchte dich heiraten, deine Sonne. Oh, dachte der Mond, die Sonne ist närrisch geworden, sie will mich heiraten. Dabei kann ich die Sonne doch gar nicht leiden. Jetzt wollte der Mond der Sonne aber auch nichts Böses, überlegte und sagte zu dem Boten, Bote, lauf zurück und richte der Sonne aus, dass ich mir die ganze Sache durch den Kopf gehen lassen werde. Der Bote also schnurstracks zurück und richtete der Sonne aus, also Sonne, der Mond lässt sich die ganze Sache durch den Kopf gehen, du sollst warten. Gut, sagt sich die Sonne, setzt sich hin und wartet. Sie wartet und wartet und wartet. Aber irgendwann ist ihr das Warten zu lang. Sie schreibt einen weiteren Brief. Überreicht diesen Brief den Boten und sagt, Bote, lauf sofort zum Mond und übergib diesen Brief. Der Bote also schnurstracks wieder zum Mond, übergibt den Brief. Der Mond hat den Boten schon vom Weiten gesehen, Stirn in Falten gelegt und nichts Gutes geahnt. Übernimmt den Brief und liest. Lieber Mond, wie lange soll ich denn noch warten? Wann heiraten wir endlich? Deine Sonne. Oh. Dann denkt sich der Mond, was mache ich nur? Und dann hat er die Idee und sagt zu dem Boten, Bote, richte der Sonne aus, dass ich sie heiraten werde, wenn sie mir eine Bedingung erfüllt. Der Bote also schnurstracks zurück und sagt zur Sonne, also Sonne, der Mond heiratet dich, wenn du ihm eine Bedingung erfüllst. Oh, denkt sich die Sonne, das wird ja nicht schwer sein. Schreibt einen dritten Brief, gibt diesen Brief dem Boten und sagt, Bote, ganz schnell zum Mond. Der Bote also schnurstracks wieder zurück, kommt völlig außer Atem beim Mond an. Mond sieht den Boten von Weitem, ihr wisst, was er tut, Stirn in Falten, nimmt den Brief und liest. Lieber Mond, was ist denn deine Bedingung, deine Sonne? Und da sagt nun der Mond zum Boten, Bote, richte der Sonne aus, dass ich sie heiraten werde, wenn sie mich selbst holen kommt. Der Bote also wieder zurück, völlig außer Atem kommt er dort an und sagt, also Sonne, der Mond heiratet dich, wenn du ihn selbst holen kommst. Och, denkt sich die Sonne, das kann ja nicht so schwer sein. Und die Sonne rennt los, aber immer wenn der Mond weit, weit im Westen ist, ist die Sonne noch weit, weit im Osten. Und wenn sie im Westen ist, dann ist der Mond weit, weit im Osten. Und so läuft die Sonne bis zum heutigen Tag dem Mond hinterher, um ihn einzufangen. Denn sie will ihn bis zum heutigen Tag noch heiraten.